So, und dann willkommen zurück zu Guild Wars 2. Nachdem wir in der letzten Mission die Geister überzeugt haben und diesen Steinkreis hier mit den Geistern bestückt haben, können wir nun endlich durch das Tor treten mit ein Volk der Schar. Ein Drache, ein Champion. Tja, Jomax erwachen, wie das hieß. Wer weiß, was da noch passiert. Hey, kommt schon, etwas schneller. Sie sind hier. Bram, was ist denn? Ich weiß, warum der Wolf und die anderen großen Geister mir vorher nicht geantwortet haben. Sie sind hier eingesperrt, in der Feste. Wenn Jomax sie verdorben hat. Dann hätte Jomag mehr Magie, als er einzusetzen wüsste. Da hätten wir auf. Dann hören wir auf zu quatschen, gehen darauf und stoppen ihn. Meint ihr, Rieland ist da oben? Keine Ahnung, aber Bangar, ganz sicher. Ist irgendwas zum Sammeln? Ich habe auch keine irgendwie Ermächtigung, irgendwas zu lösen. Darauf verlasse ich mich sogar. Wenn ihr da in der Feste seid, rate ich euch, eure Ohren zuzuhalten. Jetzt. Gut. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn da ja so ordentlich viel runterfliegt, während auf die Gegner, die gerade dastehen, vor uns. Die Tür hält noch immer. Halt diese Eisbrut von uns fern. Ephraim. Ich lieg vor allem. Jetzt gerade zu stark ab. Ich habe mich ablenken lassen, weil ich gerade noch vorlesen wollte. Da eigentlich nur Essenz, okay. Ich wundere mich gerade, weil er so viel ausgehalten hatte zwischendurch. Ephraim, Malice, seid ihr durch? Tür ist offen. Die Frostlegion scheint nicht sehr glücklich darüber zu sein. Verständlicherweise natürlich. Sichert die untere Ebene und findet dann einen Weg nach oben zu uns. Oh Gott. Klar, Kommandeur, Ridlock. Wenn Rieland da ist, tun wir, was wir tun müssen. Verstanden. Eieiei. Ja. Der Junge muss umgebracht. Ein ziemlich großer Auftritt für Malice Standard. Ich bin sicher, auf dem Weg nach oben wird noch ein paar von der Frostlegion von hinten erwischen. Frostlegion, oh Gott. Alter Schwede, das ist ja hier. Bitte lasst mich einen töten. Lasst mich bitte einen töten. Geht es aus dem Weg? Blutsammler? Okay, also ich muss sagen, diesen ordentlich hart, die Gegner. Ich würde mal nicht reintreten, das Zeug. Das herausfließt aus dem einfach Rohren, erreicht die Spitze der Feste. Berger voraus. Nicht lang. Okay, die Gruppe ging mal relativ fix. So, jetzt haben wir eine große Tür. Bram, dein Auftritt. Verdammt. Ganz ruhig, denkt nach. Rizia, ihr könnt es schmelzen. Er hat verdammt recht, das kann ich, Ridlock.
Sahudin. Doch nicht nochmal. Doch nochmal. Okay, ich gehe mal zur Seite. Ach so. Die beiden arbeiten doch super zusammen. Hehe, es geht noch immer. Und wir hören Schreie. Und wir müssen los. Jetzt sofort. Oh, wir sehen da einige ankommen. Die Geister. Sie rufen mich. Sie haben Schmerzen. Was killt mich denn hier? Wenn Jomax sie verdorbt, so wie Ochse und die anderen. Kommt, wir haben es fast geschafft. Ich verstand doch gerade den Kinaue-Effekt. Warum habe ich gerade so dermaßen auf die Puppe gekriegt? Wir haben die unteren Ebenen gesichert, aber der Weg nach oben ist versperrt. Freizumachen wird eine Weile dauern. Dann findet ein anderer Weg nach oben. Wir nähern uns der Spitze. Ja, langsam. Okay, die kämpfen zumindest weiter. Okay, was ich interessant finde, man kann die Waffen aufheben von den Gegnern. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht mit jeder Waffe mal irgendwie ein bisschen kämpfen sollte, kann. Um die Gegner zu töten. Also, wir sind hier oben. Wir sehen Elite Frostlegion Klingensturm. Na, mal gucken. Oh, ganz schön viele. Oh je, je. Oh Gott, bitte. Kann ich bitte ein paar kriegen? Oh Gott, oh Gott. Ich gehe mal weg. Wir machen erstmal dieses Kleinvolk. Kleinvolk, habe ich gesagt. Gibt es irgendwo? Da drüben gibt es was. Nein, da drüben habe ich gesagt. Genau. Tötend mal schön. Ups. Okay, erstmal vielleicht den Fernkämpfer hier erledigen. Macht nämlich doch ganz schön viel Aua. Schaman als nächstes. Und dann hier Elite. Elite Bimbo. Also wir sind ja schon ganz oben. Wird es dann so ein Ding werden, dass wir nochmal so einen Kampf auf dem Drachen haben, so Kral-Katorik-mäßig? So, ich würde mich heilen. Durchblutung verursacht Gefrieren. Legt Verbündete mit Segen. Na gut, das kann man nicht mehr machen. Kommt, macht ihn mit einem Schlag. Versucht die Eiswand. 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 So steht gerade hier so ein Regal. Das ist einfach ein Waffenschrank. Bereit alles darauf vor, dass Ritlock und Krezia die Eiswand durchbrechen. Krezia, Ritlock, ihr seid dran. Bereit. Bereitet alles vor. Heißt das? Was? Legt los, Krähe. Es klappt nicht. Was meint ihr, es klappt nicht? Jomas Kraft, sie ist stärker hier. Wir brauchen eine stärkere Flamme. Wo sollen wir die denn? Ephraim, Ephraim, wo seid ihr? Ich suche einen anderen Weg nach oben. Wo seid ihr? Ihr werdet es gleich herausfinden. Untersucht den Raum, einen neuen Weg für eure Bünde freizumachen.
Dagir, öffnet einen Weg für die Charcopter, die oben warten. Da. Trefft euch mit euren Verbündeten. Wunderbar. Okay, es gibt andere Möglichkeiten, das so zu machen. Ich dachte mir gerade, dieser Ort könnte ein Dachfenster gebrauchen. Auf Position, Leute. Hinter dieser Wand ist ein Altrache. Wir werden bereit sein für alles, was er uns entgegenwirft. Genau, das werden wir. Kommen alle. So viel in einem Kopter. Okay. Ephra Malice, wie ihr seht, haben wir ein kleines Problem. Eins, das der Imperator der Flammenlegion dank seiner einzigartigen Qualifikation beheben kann. Der Imperator der Flammenlegion, ja. Ich stehe den Vereinigten Legionen zur Verfügung. Whitlock? Ephraim? Trefft Suhutin mit aller Kraft. Beide starren vor, die Eiswand zu durchbrechen. Ich mich vorbereiten? Mal die beiden. Uiuiui. Banga, Gerechtigkeit ist da. Banga, Gerechtigkeit, egal. Letzte Chance, eure Waffen niederzulegen. Banga, Todbringer. Letzter Versuch, Ruhms Gruß. Nun gut, zum Angriff vorbereiten. Überraschung. Oh Gott. Wenn ihr gehofft hattet, ihr überrascht mich. Netter Versuch. Was habt ihr mit den Geistern der Wildnis vor? Was Jormag mit Drakkar gemacht hat, ihre Kraft nutzen, um das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Altdrachen wollen nur Magie und die Geister bestehen aus nichts anderem. Also werde ich sie davon überzeugen, sie zu teilen. Böse möchte ihre Pläne verraten. Nicht schlecht. Ridlock. Los. Machen die wieder Blutsammler? Was? Das Gewehr wahrscheinlich. Entzieht den Geistern Kraft. Wir müssen ihn trennen. Ihr könnt es nicht aufhalten. Jomark wird auf jeden Fall erwachen. Okay, wir müssen diese Kontrolleinheit zerstören. Da drüber sind die Geister. Sieht man da auch ein paar Geister? Ich greife direkt an. Na, ich sehe nur Magiefluss. Wäre schön, wenn da so ein bläulicher Adler mal eine Eule und so weiter so hochsteigt. Guckt mal da drüben übrigens. Sind das die Legionen? Ah, cool. Okay, das ist ein Portal. Es könnte jederzeit aufgehen. Das sieht extrem cool aus. Erledigt Banga Todbringer. Okay. So, was kannst denn du Schönes? Stimmt einiges. Guckt. Ja, das ist schon eine starke Attacke. Wir kämpfen zumindest zu viert gegen dich. Das wird bestimmt nochmal geändert. Oder ist nur der Anfang und dann vereinigst du dich mit bisschen Eis. Ups. Gebrüll. Okay, bei 50% wegschlagen. Rüttlock. Einfrieren. Was? Nein, der Bogen. Wo ist der? Wieland. Ihr habt mir gesagt, der Bogen sei dazu da, die Schar zu versammeln. Ihr sagtet, ihr würdet ihn niemals bei Jormag anwenden. Der Bogen ist ein Druckmittel, sonst nichts. Oh.
Sie wollte die Nurngeister verderben, um ihre Kraft gegen Jomark einsetzen zu können. Anscheinend braucht er eine Menge Druckmittel. Oh, ich glaube, er steht nicht mehr hinter ihm, so plötzlich. Tretet beiseite. Nein, ihr habt recht, Herr. Diese Geister haben einen Nutzen. Nein, kommt schon, wir müssen sie befreien. Befreit die Geister der Wildnis. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, ob das befreien ist, indem ich einfach interagiere. Okay, ich musste ausweichen. Was? Eins? Ach so, okay, das wird dieses. Drei. Ah, natürlich. Okay, so ein Rätselding ist das. Also, fünf. Eins. Drei. Eins. Fünf. Befreit. Das hat man ja schon mal gehabt, ganz am Anfang, dieses einzelne irgendwie Öl, glaube ich, ins Feuer zu geben oder Holzscheide. Da gab es. Nee, genau hier mit dem Blasebalg. Okay, haben wir das. Drei. Mal heilen. Zwei. Naja, Rieland wird eh nicht viel ausrichten, er wird bei 50% bleiben. Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Genug. Wieder versammelt die Schar. Ja, Leute. Aber selbst wenn Bangar hier durchkommt, ich meine, der wird sich vor dem Gericht verantworten müssen, was er getan hat. Okay, also der hat vor allem diese Äxte, die er hier rumschleudert. Da sind die ganzen Felder natürlich unheimlich voll. Aber na gut, wir sind jetzt gleich bei 50%, da wird ja nochmal was Schöneres passieren wahrscheinlich. Ne, 48. Okay, so lass uns weitermachen. Springt weit weg. Slidet wieder her. Okay, da wollte ich gerade eine Ausweichrolle machen. Dann wahrscheinlich erst wieder bei 25%. Gedacht habe, ich kippe einfach um. Hätte ihr es besser wissen müssen. Der wird doch gleich mit Eis verbunden. Da wird irgendwas passieren. Ich kann mich vorstellen, dass der jetzt so einfach als Boss zu besiegen ist. Joromark, es ist Zeit. Ja, genau. Sowas habe ich mir gedacht. Kommandeur? Wir kommen zu spät. Ihr dachtet, ihr hättet eine Chance? Ihr dachtet, ihr könntet Bangar Todbringer töten? Ja, mit 5% Leben noch über? Durchaus. Nein! Eingefroren. Die sind weit weg. Ich bin alleine hier. Jomark, euer Champion wartet. Ja, ich? Bangar oder Rylad? Champion, nun, ihr habt meine Armee versammelt. Also werdet ihr entlohnt werden. Okay, Sequenz. Erhebt euch, Stimme des Jormag. Wow, cool. Stimme des. Jormag, ich bin Ryland. Ryland Stahlfänger. Ich kenne euch. Ein geborener Anführer, der sein Leben lang auf eine Rolle gewartet hat, die seine Talente wert ist.
Ja. Die Wildheit eures Erzeugers, die Disziplin eurer Erzeugerin, all die Wut, die unter der Oberfläche brodelt. Ja. Ja, ich sehe euch, Rylan. Und was ihr schon die ganze Zeit wolltet. Ich will euer Champion sein. Dann erhebe euch, Champion des Jormag. Schon gedacht. Das ging aber fix. Eieieiei. Ihr hört euch Jormags Worte an. Rylan! Kommt, Champion. Jetzt, da ich erwacht bin, sind die Dinge in Bewegung geraten. Euch andere hinterlasse ich dieses Geschenk, meine Stimme. Jormag. Ich hatte euch doch gesagt, wir werden alle bald wieder miteinander sprechen. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung. Und weg ist er. Gefesselt. Was ist passiert? Jormag ist weg. Rylan auch. Todbringer. Schmerzerfülltes Krächzen. Tja, kein Verstand mehr. Das Halsband hat etwas mit seiner Stimme gemacht. Was für eine Schande. Dieser Laden fällt auseinander. Wir müssen von hier verschwinden. Was machen wir mit ihm? Er gehört jetzt Jormag. Umbringen kann man ihn nicht. Aber ich lasse ihn nicht in die Nähe der Char. Wir bringen ihn zum Auge des Nordens, zu Orin. Die wird das sehen wollen. Kehrt zum Auge des Nordens zurück. Banga. Schön mitkommen. Du gehst bitte vor mir hier durch. Gut. Und Epilog. Tja, Rylan. Ich hatte schon gedacht, vielleicht kriegt noch die Kurve, weil er das mit dem Bogen und sowas, mit der Magie. Aber als dann dieser Titel war, ein Champion, und man sah, dass beide Char dort standen, vor Jormag, war es eigentlich schon recht offensichtlich, dass es anders ausgehen wird. Besprecht euch mit Orin. Das ist arg. Sogar noch schlimmer, als ihr denkt. Als Jormag erwachte, gab es ein großes, entsetzliches Beben. Ich habe Verschiebung der Lehenergie gefühlt. Ein Aufschrei der Welt. Klingt nicht gut. Orin, weshalb hat Jormag uns nicht getötet? Er hatte doch jede Chance da drin. Leider wissen wir im Moment genauso wenig über Jormags Motive wie zuvor. Also nichts. Wenigstens sagen wir immer dasselbe. Was wird aus unserem Gast? Ach da. Anscheinend haben wir zwei. Jormags Präsenz scheint mit Bangas verbunden zu sein. Oh, vielleicht Spitzel? Jormag hat Bangar seine neue Stimme genannt. Seid ihr in Gefahr, wenn wir ihn hier behalten? Das Einzige, das ich mit Sicherheit weiß, Jormag hat einen Plan und im Moment will er uns alle am Leben. Wir Glücklichen. Bleib wachsam, mein Champion. Jormag ist frei. Tyria schreit vor Schmerzen. Doch es wird noch schlimmer. Ich werde auf Jormag warten.
Du musst gehen und diese Welt auf den kommenden Kampf vorbereiten. Und damit haben wir ein Volk der Char, ein Drache, ein Champion abgeschlossen. Und haben damit auch Jomax Erwachen komplett beendet. Ich würde nur trotzdem mit den Leuten gerne nochmal sprechen. Bangor? Braham? Ich kann nicht glauben, dass Jomag entkommen ist und Ryland auch. Alles in Ordnung? Ich kapiere es nicht, Kommandeur. Jomag hätte mich töten können. In diesem Moment. Er wusste doch, dass einer von uns sterben muss. Da war er, der hatte den Bogen gehabt, ja. Das ist ja das Schlimmste. Entweder ich töte Jomag oder Jomag tötet mich. Das hat der Wolfgeist gesagt. Doch Jomag hat uns verschont. Weshalb? Tut mir leid, Kommandeur, das darf nichts ändern. Es ist nur, ich kapiere es nicht. Ja, vor allem der Einzige, also er war ja sonst der mit dem Bogen. Jetzt hat der andere den Bogen, der sein Champion ist. Perfekt. Ja, Ryland. Ich hatte immer gedacht, er sei, keine Ahnung, besser als das. Hatte gedacht, er würde sich gegen Bangar wenden, aber auch gegen den Rest von uns? Es gibt kein Zurück von dem Weg, den er eingeschlagen hat. Kann mir nicht vorstellen, was Ridlock und Krezia durchmachen. Okay, wir stehen das durch gemeinsam. Ridlock? Ich hatte wirklich gehofft, wir würden Jomag aufhalten vor all dem. Wenn ihr über Ryland reden müsst, danke, aber es gibt nichts mehr zu sagen. Die ganze Zeit dachte ich, er wählt zwischen uns und Bangar, aber ich lag falsch. Ich schätze, es ging immer um ihn. Wenn ich hier gewesen wäre, vielleicht. Ach, Ridlock. Ah, wahrscheinlich nichts. Kree war hier, Cinder, sein Trupp. Sie haben an ihn geglaubt. Es war ihm egal. Er tat, was er ohnehin vorhatte. Und was werdet ihr jetzt tun? Nun, Kray wird einiges an Hilfe brauchen, um die Leute zur Vernunft zu bringen. Eine Menge böses Blut, um das man sich sorgen muss. Aber wisst ihr was? Wenn ich es recht bedenke, sie ist vermutlich das Beste, was den Char passieren könnte. Und wenn ihr zu helfen bedeutet, einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern oder einen Krieg mit Tyria oder dass wir uns in Eisungeheuer verwandeln. Nun, ich bin auf jeden Fall dabei. Ridlock, sehr geil. Sehr schön. So, dann reden wir mit Kretia noch. Die Oberherrschaft ist am Ende, aber wir haben trotzdem noch so viel zu tun. Es tut mir leid wegen Ryland. Er hat seine Wahl getroffen und wird er mit den Konsequenzen leben müssen. Er und Bangar haben mich beide gezwungen, meine eigene Wahl zu treffen. Wem bin ich loyal? Mein Imperator? Meiner Legion? Mein Blut? Am Ende ist es vollkommen gleichgültig. Die Char wurden beinahe vernichtet. Ich darf nicht zulassen, dass das nochmal geschieht. Wo sie recht hat. Ist es in Ordnung, wenn wir Bangar hier lassen? In der wachsenden Obhut eines Altdrachen? Ich denke, er ist sicher. Viele von uns hätten eine öffentliche Exekution bevorzugt. Aber dies ist sehr viel poetischer, glaube ich. Aber wenn er irgendwelchen Ärger macht, sagt Orin, mir Bescheid zu geben. Ich werde ihn selbst erledigen. Aber er könnte doch nicht töten, hieß es vor uns. Was wird nun mit den Char geschehen? Wir haben zahllose Male gegeneinander gekämpft, aber dies war beinahe das letzte Mal. Wir brauchen größere Führungsstärke. Unser Hass darf nie wieder so groß werden. Okay. Und am Ende noch einmal mit Oren.
Champion, ich bin so froh, dass du sicher wieder bei uns bist. Was hat Jomark mit Banga gemacht? Jomark kann seine Stimme an lebende Wesen binden, mit ihnen aus großer Entfernung sprechen. Ihr habt es bei Trakar und dem Geflüster des Jomark gesehen. Nun hat er Bangar für diese Rolle auserwählt. Seine Stimme ist nicht mehr nur die seine. Im Moment zumindest ist er nur noch ein Gefäß für Jomak. Haben Sie natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass uns Informationen vom Gegner schneller zugespielt werden? Also ist irgendwann der Gegner sagt, ja, es ist Zeit, kommt ruhig an diesen Ort oder so. Muss jetzt keiner von uns durch irgendeinen Spion entdecken, sondern wir haben ja einen da. Wird Jomak versuchen, durch Bangar zu dir zu flüstern? Joma kann es gern versuchen, aber ich denke, er ist klüger. Es mag ehrlich gemeint sein, dass Banga als Geschenk gedacht ist, aber Joma gibt niemals, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Sei daher versichert, mein Champion, ich werde den Char sehr sorgfältig beobachten. Das ist auch gut so. Kann Jomak uns belauschen? Ich glaube nicht, dass es seine Absicht war, doch es ist möglich, dass Jomak uns durch Bangar hören könnte. Ich auch schon gewusst hatte. Zumindest wäre es möglich, wenn ich Bangars Käfig nicht magisch dagegen gesichert hätte. Nur keine Sorge, Champion. Solange er in diesem Käfig ist, werde ich entscheiden, was Jomak zu hören bekommt. Okay, zumindest Vorkehrungen sind getroffen worden. Was glaubst du, wo Jomak und Ryland hingegangen sind? Ich würde es gern wissen. Ich spüre, dass Jomak sich durch Tyria bewegt und den Vorteil der Nebel nutzt, wie Kraikatorik es tat. Dennoch hat er sich entschlossen, weder etwas zu verschlingen noch zu zerstören. Ein angenehmer Tempowechsel, aber nichtsdestotrotz beunruhigend. Das ist meine lange Art zu sagen, dass ich keine Ahnung habe. Es tut mir leid, Champion. Okay, damit haben wir mit allen geredet. Banga will ja nicht quatschen. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Staffel. Und das nächste Mal vielleicht ein paar kleine Minimissionen, die ich erledige. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis bald, euer Landetor. Tschüss.